Hey Leute, was klappt und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Leute. Jo, und das wird das letzte Video 2019 werden, aber bevor wir jetzt richtig anfangen, machen wir erstmal die Boxen auf. Wir haben hier auf jeden Fall mal eine Freebox, die gönnen wir uns auf jeden Fall mal, kein neuer Brawler. Und dann hier die Box noch. Okay, dann würde ich sagen, spielen wir gleich mal wieder Breath and Blunder mit Mortis. Geht, glaube ich, einigermaßen gut, keine Ahnung. Ich habe jetzt den Brawler einfach ausgewählt gehabt. Keine Ahnung, probieren wir jetzt einfach mal. Yo, zusammen in der Runde mit einem Daryl und einem Poco. Ja. Leute, wie war euer Jahr so? Meins war auch nicht so toll irgendwie, auf YouTube bezogen. Okay, Leute. Dann schauen wir mal, dass wir die Runde noch gewinnen hier 2019. Okay, da ist der gegnerische Safe. Den gönnen wir uns hier direkt mal. Und schießen ihn mal ein Stückchen weiter zu uns. Schauen wir mal, dass wir noch surviven. Und dann kann doch der Daryl den gleich mal ein bisschen holen. Oder ja, der Poco. Und dann haben wir hier schon... Oh, ja, perfekt. Unser erstes Gift. Ja, wäre schon nice, wenn wir gewinnen würden. Mal schauen, ob wir es hinbekommen. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich und ich wurde gehittet. Das nicht so cool. Der ist tot. Aber die hat jetzt ihren dummen Bienenschwarm. Aber wir können... Ah, fuck. Egal. Er kann ihn ziemlich weit werfen und dann komme ich. Und dann sollte der auch im Kasten sein. Und dann haben wir auch gewonnen. Leute, 2-0. Die Runde lief ja mega gut. Ich würde sagen, machen wir gleich nochmal eine. Sollen wir nochmal Mortis nehmen? Ja, ich denke schon. Mortis lief richtig, richtig gut. Dann können wir gleich auch noch eine Box aufmachen. Das ist doch auch nice. Und die Runde hat nicht mal eine Minute gedauert. Alles klar, Leute. Okay. Next round. Zusammen mit Max, den habe ich jetzt noch nie so richtig gesehen, weil ich ja Brawl Stars quasi nicht mehr so richtig spiele. Aber, ja, wie schon gesagt, ich habe noch nie gegen den Max gespielt. Oder mit einem Max, genauso wenig. Okay, oh nein, er hat es weiter zu den Gegnern gebracht. Ja, weg damit. Weiter zu uns, ja, das ist... Ah, shit, wir haben jetzt ein Tor, wir haben jetzt ein Geschenk verloren, weil der Crow das easy gerade gegettet hat und das. Aber der Gegner steht auch da vorne. Aber der ist jetzt gleich wieder RIP, oder? Mal schauen. Hm. Muss da hin. Leute, sonst ist der RIP. Ah, fuck. Ich habe in die falsche... Shit, ich habe in die falsche Richtung geworfen. Und wir sind hinten. Das ist gar nicht gut. Wir müssen doch irgendwie jetzt noch gewinnen können. Oh man, Leute. Ich will gewinnen. Das... Na, shit. Ich habe gesagt. I'm sorry, guys. So. Okay. Egal, dass wir noch meine Match schon irgendwie besiegen können. So, wir brauchen dringend ein gegnerisches Geschenk. Und komm, okay. Die Rosa pusht mal. Aber sie wird auch keins rausbekommen. Crow springt mich an. So. Hm, immer noch kacke. Das Geschenk ist nicht so weit gekommen. Aber ich schaff's auch nicht da rein zu pushen. Die sind mega krass, das Team von denen. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall eins holen, sonst ist es lost. Gut, sie kann es mir zuwerfen. Komm, werf's mir mal bitte zu. Ja, danke. Bisschen zumindest in unsere Richtung. Oh, shit. Irgendwie müssen wir es doch noch holen können. Ja, komm, bitte. Du schaffst das. Rosa, komm. Ja, nein. Wirf, wirf, wirf. Wir haben eins. Perfekt, wir gehen in die Draw. Okay, perfekt. Ah, da ist der Gegner wieder bei uns in der Base. Und sie hat es ein Stück geworfen. Das ist gar nicht gut gegen den Mortis. Aber wir können natürlich auch das von den Gegnern holen. Und das auf unsere Weise auch pushen. Ah, und das ist unseres leider. Schade, wir haben verloren. Naja, aber wir verlieren ja zum Glück keine 8 Trophäen. Sondern verlieren nur... 5, ja gut, ist trotzdem viel. Dann würde ich sagen, machen wir noch eine Runde zum Abschluss. Und hoffen wir mal, dass wir die wieder gewinnen. Das wäre nämlich ganz nice. 2 Runden gewonnen, eine verloren, wäre schon nice. Sonst verlieren wir noch Trophäen, 2 Stück, nee. Ja doch, wir verlieren 2 Stück Trophäen, lol. Der Bali ist AFK und AFK, lol. Ah, jetzt da kommen's, ja. Mortis gegen Daryl. Bestes Match, ihr wisst, Leute. Und ist ein Stück weit nach vorne gekommen.
Und wir haben, würde ich sagen, das erste Geschenk auf jeden Fall in unserer Base. Jo, perfekt. Können wir das zweite direkt holen? Ja, aber den hier Team ist schlecht. Außer Daryl ist ganz krass bei denen. Vor allem, ich habe ja eigentlich einen Vorteil gegen Wari. Aber er wird mich jetzt dann ulten wahrscheinlich demnächst. Wo ist der Daryl? Ich brauche eine Ult. Leute, ich brauche eine Ult. Vielleicht kriege ich sie, komm. Ja, perfekt. Aber hat nichts gebracht, leider. Egal, aber der weiß, das Geschenk war auch nicht so weit vorne. Also, es ist egal, ob wir es aus ihrer Base holen oder ob es schon ein Stück weiter vorne war. Es war ja immer noch in der Base für den Gegner. Der Daryl probiert auch, unser Geschenk zu holen. Aber er scheitert gerade ein bisschen. Die verteidigen auch zu zweit. Ja, würde ich auch machen. Obwohl, vielleicht, insgesamt müssten sie vielleicht angreifen, weil nur noch eine Minute left ist. Okay, vielleicht gewinnen wir jetzt schon. Mal schauen. Ah, ein Stück zu wenig. Okay, das ist es. Und lol, Leute, zwei Runden gewonnen, eine verloren. Kann man mal machen, plus 8 Trophäen und noch Starplayer. Das heißt 440 Trophäen auf Mortis. Aber würde ich sagen, Leute, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Rutsch ins neue Jahr. Spielt nicht so viel Brawl Stars, haut rein und tschüss.